Bioterrorismus. Die Welt lebt damit. Sie leben damit. Viren werden gestohlen, manipuliert, zweckentfremdet, mit tragischen Folgen. Aber wem können sie noch vertrauen? Politikern, die ihre Seele für einige Wählerstimmen verkaufen? Firmenchefs, die Konsumenten für den schnellen Profit betrügen? Vertrauen Sie stattdessen uns. Wir stehen über der Politik. Stets wachsam. Stets bereit, der Gefahr die Stirn zu bieten. Wir sind der wackere Wischmob, der die Übel von Bioterrorismus und chemischer Kriegsführung aufwischt. Man nennt uns TerraSafe. Denn Terr muss nicht mit Orist enden. Hey Leute. Redfield. Oh, hi Claire. Hey. Hey Claire. Moira. Willkommen im Club. Bereit zum Dienst, Frau Redfield. Wann fängt die Quälerei an? Ach, komm schon. Wie lange sind wir Freunde? Lang genug, dass ich dich verarschen darf. Psst. Claire, kannst du mal... Was ist los, Neil? Irgendetwas geht da vor in Washington. Hast du etwas gehört? Was? Das neue Virus? Komm schon. Du weißt, Tricell ist Geschichte, oder? Hallo? Hey, ist das Burtons Kind? Ja, Moira hat heute angefangen. Aber Vorsicht, rede mit ihr besser nicht über... Sie und ihren Vater? Aber hallo, gefährliches Terrain. Okay, du bist informiert. Was für Verletzungen der Privatsphäre hast du dann noch hey, drin? Ich beschütze nur TerraSafe. Wir haben unsere Gegner. Wie auch immer, viel Glück beim Einreiten. Sie ist doch kein Pferd. Ciao. Oh, was hat er jetzt angestellt? Scheiß Barry. Egal, um was ich ihn bitte, er ist dagegen. Jedes Mal. Ich wäre nicht einmal hier, wenn ich auf ihn... Mit uns. Was? Nein, das ist sicher ein Irrtum. Warum hat sie sich geöffnet? Ich habe nichts gemacht. Mich beschleicht hier gerade ein ziemliches Gefühl des... Wohin wurde ich gebracht? ...Déjà-vu, während ich euch herzlich willkommen heiße zu einem neuen Projekt, auf das ich mich ehrlich gesagt schon tierisch gefreut habe. Wir spielen Resident Evil Revelations Teil 2.
ganz frisch rausgekommen. Und wir spielen als Claire Redfield. Da ist sie. Wo ich sagen muss, die ist ganz schön alt geworden. Also wenn ich nicht wüsste, dass das Claire ist, bin ich mir nicht ganz sicher, dass ich sie wiedererkennen würde. Die Nasenform ist irgendwie anders. Wir haben sie das letzte Mal erlebt in Code Veronica. Obwohl in Operation Raccoon City hat sie ja auch mitgespielt. Da allerdings als Antagonist für unsere Truppe. Ja, und ich, Claire wird am Anfang des Spiels gefangen genommen und hier in irgendeine Gefängnisanlage in eine Zelle gesperrt. Und am Anfang des spielbaren Bereiches geht dann die Zellentür auf und wir können erforschen, was es hier für einen Virusausbruch gibt. Das ist doch quasi 1:1 aus Code Veronica übernommen, das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Ja, es geht endlich weiter hier auf dem Kanal. Es sind ja in letzter Zeit relativ wenig Videos gekommen. Ich gehe hier vorsichtig schon mal raus in der Zwischenzeit. Das sieht ja schon mal sehr spannend aus hier. Aber ab jetzt sollten tatsächlich auch wieder mehr Videos kommen. Gerade in dem Moment, wo ich dann hier mit meinen Prüfungen und allem fertig war. Ich hatte ja erzählt, dass ich da eine Prüfung hatte. Hat mich natürlich ein ganz bösartiger und fast tödlicher Männerschnupfen dahin gerafft. Aber, also ein bisschen verschnupft bin ich auch immer noch. Aber jetzt geht's dann endlich weiter. Erstmal, der Alan Wake lief ja sowieso weiter. Jetzt Undying kommt wieder. Resident Evil Revelations. Und... ja, Deadly Premonition, muss ich gucken, ob ich das jetzt auch zeitlich schaffe. Ansonsten kommt das dann, wenn eins der anderen Projekte fertig ist. Ich höre hier, ich würde mal sagen, Japanisch. Irgendwas mit Sawako war eben, ne? Ja, da spricht einer Japanisch, glaube ich. Schön vorsichtig, erstmal gucken. Ich habe das Ganze für euch natürlich wieder ein bisschen aufgehellt, damit ihr tatsächlich auch was sehen könnt. Obwohl, wenn ich mir so die Aufnahme angucke, ist vielleicht sogar etwas zu hell. Da muss ich dann bei der Nachbearbeitung nur noch mal ein bisschen probieren. Was ist denn das hier? Ist das Moira? Ist das Moira? Laufen mal. Gegen das Fass. Jawohl, Clay. Guter Start. Clay, genau. Oh mein Gott, Claire! Keine Sorge. Ich werde dich da sofort rausholen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Die war nicht gerade sehr... Claire, mach doch was, bitte! Die wirkt nicht gerade sehr sympathisch auf mich. Ich weiß auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie mag. Ja, Claire, jetzt mach doch was. Gott, hol mich hier raus! Moira, geht's dir gut? Haben sie dir wehgetan? Claire, ich erinnere mich nur an... Hey, beruhig dich. Ich meine, was zur verschissenen Hölle geht? Oh, Claire, ich will nur nach Hause. Keine Sorge. Wir werden hier rauskommen. Mhm. Sind euch die Farben aufgefallen? Nichts hier ergibt einen Sinn. Was haben wir gemacht? Wünschte, ich wüsste es. Wir haben ja hier Armbänder. Moira hat auch eins. Unsers ist grün und Moiras ist orange. Ob das eine Bewandtnis hat? Da das Spiel ja brandneu ist, ist es vielleicht unnötig, es extra zu erwähnen. Aber ich spiele das Ganze hier natürlich wieder blind. Also ich habe keine Ahnung, was mich so erwartet. Ich habe nicht mal irgendwie Testlauf gemacht im Vorfeld. Ihr seid hier beim allerersten Mal mit dabei. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe auch im Vorfeld Berichte und Previews und ähnliches und sogar Trailer habe ich absolut vermieden. Ich weiß so gut wie gar nichts über dieses Spiel, außer dass es halt wieder in Episoden aufgeteilt ist. Und ein Charakter, der später noch kommt, den weiß ich auch, aber den werde ich euch nicht spoilern. Ach du Scheiße. Das ist so abgedreht. Was glaubst du, was das mal war? Das ist Silent Hill 4, ich erinnere mich an diese Stelle. Alter. Ich komme mir gerade vor, als wäre ich wieder ein Outlast Whistleblower in der Turnhalle. Boah, ist das krass. Ich meine, dass Claire schon so ein bisschen abgestumpft ist zu solchen Sachen, das ist ja zu erwarten, nach dem ganzen Mist, den sie durchgemacht hat. 3 Virusausbrüche. Ja, 3. Wir hatten Resident Evil 2, wir hatten Code Veronica und dann den Film Degeneration, wo sie das Ganze ja dann nochmal mitge...
das Ganze nochmal mitgemacht hat. Also sie ist da schon ein bisschen abgehärtet. Aber die Moira, die, das ist total unrealistisch, wie die sich verhält. Na gut, seit wann ist Resident Evil realistisch? Wir haben keine Waffe, fällt mir gerade so nebenbei auf. Ich guck mal, was die ganzen Knöpfe hier so machen, ob wir ein Menü haben. Auf jeden Fall können wir uns anzeigen lassen, wo Moira ist. Okay. Mist. Ich drück mal auf Optionen. Spielstatistiken, Dokument, geteilter Bildschirm. Ja, ist für Let's Plays immer so ein bisschen doof. Episode 1, Dokumente, Einführung. Es gibt Fertigkeiten, okay. Ja, na gut. Also ein Inventar oder sowas habe ich jetzt hier noch nicht gefunden. Das kommt vielleicht noch. Hops. Einfach mal gucken, was uns erwartet. Wie gehabt, erste Folge natürlich wieder halbe Stunde. Danach ganz normal 20 Minuten Folgen. Ob ich das hier jetzt am Stück aufnehme und hinterher schneide oder tatsächlich hier einzelne Folgen an- und abmoderiere, das werde ich dann spontan entscheiden. Wobei das immer sehr gefährlich ist bei Spielen, die man blind spielt. Was war das? Hallo? Oh. Kann ich jetzt da hoch? Natürlich nicht. Sie versucht es ja nicht mal. Ja, das Spiel hat wieder so eine Autosave-Funktion, also speichert automatisch. Das ist für Let's Plays immer so ein bisschen unglücklich, finde ich. Ich speichere lieber manuell, weil wenn mit der Aufnahme was nicht stimmt, kann ich dann immer zu einem früheren Spielstand zurück. Hast du das gehört? Ach du Scheiße. Da will ich auf jeden Fall nicht lang. Ich renne hier einfach in die Wand und das ist gut. Ich verstecke mich jetzt hier in der Ecke, in der dunklen. Das ist wirklich sehr hell, die Aufnahme, wenn ich auf den Bildschirm gucke. Das muss ich unbedingt umstellen, aber jetzt nicht mitten in der laufenden Aufnahme. Das mache ich, wenn die Folge zu Ende ist. Also jetzt die erste Folge wird wohl etwas heller sein als die anderen. Das ist, was ist denn das? Autoscooter oder was spielen wir hier? Na gut, hier ist so ein Schienensystem, ne? Interessanterweise. Okay. Jetzt mal gucken, wie ich da reingucken. Da ist ein kaputtes Fenster. Ach. Was soll's. Wir gucken einfach mal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Außerdem kann ich mir ja ruhig in die Hose machen. Hauptsache für euch ist es unterhaltsam. Oh mein Gott. Was für eine Scheiße. Ach, das fällt dir jetzt schon auf, Mädchen, ja? Auf der anderen Seite der Scheibe muss es weitergehen. Ja, wenn du meinst, dann gucke ich jetzt erstmal, was hier vorne noch ist. Ob wir auch wieder so einen Scanner kriegen, wie im ersten Teil. Zeitlich ist Revelations 2, soweit ich weiß, angesiedelt zwischen Resident Evil 5 und Resident Evil 6. 2011, glaube ich. Das könnte nützlich sein. Habe ich irgendwo gelesen. Dann bin ich Lampenträger. Ich weiß aber nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe. Es sind wohl ein paar Monate vor den Ereignissen von Resident Evil 6. Das Ganze. Und natürlich nach den Ereignissen von Revelations 1. Das alles andere wäre ja Blödsinn. So. Zack, zack, zack. Habe ich nur die eine Attacke? Na gut, das ist hier kein. Actionspiel wird schon sein, aber in dem Sinne. Ach so, wir können da gar nicht so durchspringen. Na gut. Alles richtig gemacht. Und unser erstes Dokument des Spiels. Ihr seid sicherlich schon begeistert. Regeln für die Überwachung von Testpersonen. Die Teilnehmer an den Experimenten müssen stets die folgenden Regeln einhalten. Die Testpersonen müssen 24 Stunden am Tag überwacht werden. Überwachen Sie die Sensoren und achten Sie auf Änderungen. Notieren Sie alle 10 Minuten den aktuellen Status. Entsorgen Sie sofort alle Testpersonen, die Anzeichen von Abnormität zeigen. Was zur Hölle? Die Sensoren sind wahrscheinlich die Armbänder.
Zeichen von Abnormität. Na super. Heißt das, man hat uns mit irgendwas infiziert vielleicht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier sein will. Folgen wir der Blutspur. Das ist sehr viel Blut. Einer mit Fingerfarbe gemalt. Hier hinter geht es noch weiter. Das kann doch nicht... Was ist denn das da? Boah, Igitt. Oh oh, Sequenz ist nie gut. Achso, doch keine... Was war denn das dann? Das sah so komisch aus eben. Boah, ich fühle mich hier total an Silent Hill erinnert. Was wir übrigens auch noch spielen wollten. Ich glaube, wir können da unten durchkriechen. Hilf mal, Moira. Wobei, beim Durchkriechen? Los! Ah, gut. Die Taste hatte ich noch gar nicht ausprobiert. Das ist richtig. Diese Taste hier auch nicht, aber die macht nichts. Das. Vorsicht! Bleib zurück! Bloß keinen Lärm machen. Ich gucke hier schon mal in den Gang, weil wenn, dann kommt von da was. Okay, komm doch nicht von da. Wo kam denn der her? Alter! Nee, ernsthaft, wo kam der her? Warum spielen wir hier die neueste Episode von Hellraiser nach? Oder was ist das hier? Das war doch ein Zelobit. Ich erinnere mich noch an ihn. Das nächste spielen wir mit Pinhead, oder was? Schnell! Woher willst denn du das wissen? Du stehst da hinten in der Ecke, du hast ja nicht mal gesehen, was da drin los ist. Außerdem kannst du mit deiner Taschenlampe gern mal hinterherkommen, dass man auch was sieht hier. Meine Güte. Also unsere Lebensenergie erholt sich anscheinend nicht von alleine. Ich frage mich, ob wir überhaupt ein Inventar haben oder ob wir vielleicht immer nur ein bis zwei Waffen tragen können. Da ist auf jeden Fall ein Heilkraut. Ja, nur in Raccoon City. Ich lach mich schlapp. Ah. Na komm, gleich mal. Zack. Ah, falsche Taste. Ja, auf das Touchpad bin ich natürlich nicht gekommen, dass man das vielleicht auch mal drücken sollte. Moment, was war das? Ah, es gibt einen Quick-Turn. Mensch, was man hier nicht alles findet. Ein grünes Kraut. Leute, ich habe ein bisschen Angst. Das ist mir suspekt, da kriegen wir mal drunter durch. Ich hätte den Knife Run in Code Veronica doch machen sollen. Wow. Hallo? Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts. Das ist eine Wand. Vor Wänden habe ich keine Angst. Wände sind cool. Mhm. Und das eigentlich mit dem ganzen Blut hier. Das ist doch... Also Claire, wenn du klug bist, lässt du das Moira hochhebeln, damit du zuschlagen kannst, wenn das, was definitiv auf der anderen Seite von diesem Rollladen steht, uns angreift. Aber sie wird das natürlich selber heben. Ja klar, und jetzt geht er nach ganz unten. Natürlich. No way back. Gina.
Es ist Gina. Wer zur Hölle ist Gina? Die Augen. Oh Gott. Kanntest du sie? Ja, sie ist bei TerraSafe. Warum tut jemand so etwas? Weil Ter auch mit Orismus enden kann. Das ist so ziemlich der dämliche Spruch, den ich hier gehört habe. Und ich habe schon einigen Blödsinn gehört. Ich kann den Wind draußen hören. Das muss der Weg hier raus sein. Dann müssen wir irgendwie da durch. Aber wir haben zwei Wege. Wir haben aber, glaube ich, keine Karte. Also habe ich zumindest noch nichts gefunden. Ach so. Der Experimentierblockschlüssel. Na gut. Ich wette, was ist denn das für ein Ort hier? Was für ein Irrer könnte nur... Oh, das ist nicht in Ordnung. Also, tut mir leid. Ich kann Moira nicht so ganz ernst nehmen. Hier werden Leute verstümmelt, abgeschlachtet, brutal zerfetzt, wie zum Beispiel die, ich habe keine Ahnung, wie sie hieß, Gina. Oder was, Gina? Und Moira steht da, das ist nicht in Ordnung. Nein, nein, sowas gehört sich nicht. Mm-mm. Meine Güte, Mädchen, komm mal klar. Kann ich hier durch? Natürlich nicht. Das ist viel zu offensichtlich, dass hier gleich was passiert, sobald ich diese Schlüssel nehme. Im Zweifelsfall ein Jumpscare. Ich hoffe, ihr seid darauf vorbereitet. Hier. Halt mich fest. Okay. Und wir werden beobachtet. Hab ihn fest. So ein Mist. Das war Absicht. Das ist pure Absicht. Da wegen der Kamera. Die hat uns beobachtet. Die will, dass wir da runtergehen. Die Kamera. Die. Ja, klar. Ich höre, wie sich da irgendwas bewegt. Hier sind verschlossene Zellen. Es ist ja wohl klar, was passiert, wenn ich diesen Gang runtergehe. Ich würde mal sagen, lauf, Claire. Vielleicht auch erst nach dem Rückweg. Ach, hier geht's noch rein. Ich bin gespannt, was diesmal die Geschichte hinter dem Ganzen hier ist. Hallo? Hallo, hallo? Da ist wieder eine Wand. Ist das die Krankenstation oder sowas? Gibt es bestimmt Kräuter zur Heilung? Ich vermute mal, das rote Licht bedeutet, ich kann da nicht durchgehen. Scheiße, ich kann da durchgehen. Ich will erstmal hier rein. Da ist auf jeden Fall ein Kraut und ich meine auch Munition. Aber da ist auch so ein Wasserbecken. Und wenn Revelations irgendwas mit dem ersten Teil zu tun hat, von der anderen Seite, na toll. Könnte ich mir vorstellen, dass T-Abyss vielleicht hier wieder mitspielt. Ich wollte das Messer eigentlich nur bereithalten, aber das tut sie nicht. Sie sticht immer gleich zu. Die Leichenhalle, ja, toll. Wohin auch sonst, ne? Kann ich hier irgendwas aufmachen? Nein, kann ich anscheinend nicht. Vielleicht kann ich ja was lesen. Also da waren ja sehr viele Dokumente auch aufgelistet. Was sind denn BP? Ich habe BP erhalten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber wenn das wieder so ein dämliches Schatzsystem ist, wie in Resident Evil 4 und 5, dass wir hier bald einen Händler treffen. Welcome, Stranger! dann rebelliere ich aber. Der Händler aus Resident Evil 4 ist mein absoluter Hasscharakter. Ich fand das System so dämlich, so absolut unpassend für das Setting. So, da unten liegt er.
Von wo können sie denn überall kommen? Wir gucken erstmal. Da hinten ist eine Tür, die wird aufgehen. Da ist eine Tür. Na gut. Okay, da wären wir. Schlüssel ist da drin. Resident Evil 4 übrigens, gutes Stichwort. Da liegt was. Komme ich da irgendwie hin? Was ist das? Was ist das da? Resident Evil 4, gutes Thema. Ich habe ja schon mal vor Monaten habe ich angefangen, das aufzunehmen. Ich denke, das wird dann Anschluss an Revelations 2 sein. Also wenn wir hier durch sind, das war so klar, wird es dann endlich mit Resident Evil 4 weitergehen. Scheiße, was ist das? Ist mir egal, wir schnappen uns den Schlüssel und hauen ab. Der Schlüssel ist weg. Wie kann der Schlüssel weg sein? Die Türen sind verschlossen. Bist du, wirst du die benutzen? Ist verlässlicher als jeder Mensch. Wenn du es sagst. Der Schlüssel muss sich beim Fallen gelöst haben. Könnte überall sein. Im Dunkeln sehen wir nichts. Such mit der Lampe. Es gibt auch einen Koop-Modus. Haben wir ja gesehen, aber... der ist, glaube ich, nur für den Raid-Modus. Das hat mir irgendwer im Forum erzählt. Aber der Koop-Modus für das, hier, da. Denkst du, er könnte im Fall an was hängen geblieben sein? Ja, da oben zum Beispiel. Oh Gott. Da brauchen wir keine Lampe für, den sehe ich auch so. Meine Güte. Der Koop-Modus für das eigentliche Hauptspiel, der soll wohl nachgeliefert werden, wenn alle Episoden draußen sind. Sollen ja 4 Episoden sein, die jede Woche freigeschaltet werden. Claire, ich sehe den Schlüssel. Ja. Er ist zu weit oben. Ich versuche ihn herunterzuschießen. Hier gibt es hier noch mehr Gegenstände, wenn wir schon gerade dabei sind zu suchen. Mein 9 Schuss ist nicht unbedingt viel Munition, ne? Acht Schuss. Jetzt sind die Türen auf. Was für mich heißt, ich will da wieder hoch. Los, Claire. Und Moira, komm bitte hinterher. Oh Gott, ist der schnell. Ist das nur vorbei? Gehen wir zurück und probieren den Schlüssel. Die sind aber nicht unsterblich, oder? Okay. Gehen wir zurück und probieren wir den Schlüssel. Wenn die Türen jetzt auf sind und hier sowieso schon einer rausgekommen ist, dann will ich jetzt natürlich gucken, was da noch hinter ist. Was ist, hat das mit diesem komischen Ding da auf sich? Munition, ganz wichtig. So, wie kann ich nachladen? Moira, sieh dich hier mal um. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche Gegenstände. Moira ist ja wohl mehr oder weniger der Scanner hier, oder? So deute ich das zumindest. Okay, da hinten ist noch eine Tür. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Wie schalte ich denn auf mein Messer um? Irgendwie Waffen umschalten hier? Von der anderen Seite. Wenn das Licht grün wird, wie kann das dann von der anderen Seite... Egal. Ist mir jetzt egal, wir gehen einfach. Wie kann ich aufs Messer umschalten? Das ist mir jetzt gerade ein Bedürfnis. Du bleibst da schön liegen. Ich fühle mich wirklich wie so ein Mischmasch aus Silent Hill und Hellraiser hier gerade. Ich gucke jetzt mal kurz in die Steuerung. Tut mir leid, Leute. Oh, wir haben eine Zielhilfe. Egal. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Speichert der das auch noch? Die werden sich schon was dabei gedacht haben.
Moira? Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt, was ich hier mache mit ihr. Aber habt ihr gesehen, wie... Wie scheiße schnell der war? Die sind alle verdammt schnell. Gott, wie sieht denn der aus, ey? Obwohl hier mit den Pusteln und Deformierung, also es könnte T-Abyss sein. Ja, der hat eine Säge. Wollen wir den nicht mitnehmen? Oder vielleicht eine Variation davon, ich weiß es nicht. Wie kann ich die Waffe wechseln? Achso, okay. Ich habe mich eben nicht getraut, einfach zu drücken, die Angriffstaste zu drücken, ohne zu zielen. Also wenn ich ziele, schieße ich und ohne zielen schlage ich mit dem Messer zu. Das ist eigentlich gar nicht so doof. Moira, du guckst hier nochmal, ob irgendwas zu finden ist. Also irgendeinen Sinn muss ja diese Taschenlampe haben.